Alfred, verrücktes Spiel. Es war ein richtiges Fußballspektakel heute. Was findest du für Worte so kurz nach Ende? Natürlich, wenn man so ein Spiel letzter Schuss verliert, das ist extrem bitter. Das ist die schlechte Seite vom Fußball. Aber genauso schön ist es, wenn man das Tor schießt. Und einfach war viel, viel mehr drin heute von unserer Leistung her. Sehr bitter für uns, dass wir so ein Krimi leider nicht für uns entscheiden konnten, beziehungsweise mit dem Punkt nach Hause fahren. Ich denke, wir haben ein richtig gutes Spiel gezeigt, sind sogar zweimal in Führung gegangen in Dortmund und liegen dann hinten, kommen wieder ran und kriegen in der letzten Sekunde quasi noch das 4-3. Ist natürlich extrem bitter für den Aufwand, den wir betrieben haben, für die Leidenschaft, die wir gezeigt haben und den Kampfgeist und einfach nur bitter. Ich bin wahnsinnig stolz auf die Mannschaft. Wir haben in München super dagegen gehalten, haben heute in Dortmund ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Und ja, nach dem Spiel tut es einem einfach nur leid für die Mannschaft, weil dass wir mal wieder für einen hohen Aufwand einfach mit 0-0 rausgehen. Manuel Baum sagt immer, am Ende zählen nur die Punkte, aber es kommt auch immer darauf an, wenn man verliert, wie man verliert. Und ich denke, das hat heute gepasst. Ja, das sehe ich genauso. Ich finde, wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt. Wir haben in Dortmund gespielt, wie gesagt, gegen zweimal in Führung, haben gekämpft, haben mit viel Leidenschaft und Herz gespielt und waren kurz davor, den Dortmund dann auch einen Punkt abzuluxen und dann mit einem Punkt nach Hause zu fahren. Aber es ist leider nicht geglückt, aber ich denke, dass wir auf so eine Leistung und auf so eine Leidenschaft auf jeden Fall aufbauen können. In München haben wir es auch schon gezeigt, gegen Freiburg zu Hause hatten wir auch ein richtig gutes Spiel und so müssen wir einfach nur weitermachen. Wenn wir die Leistungskurve da oben halten, wo wir sie jetzt gerade haben, dann werden wir noch punkten. Ja, wir haben super gespielt. Natürlich schlafen wir zwei, dreimal in die Toren von dem, aber sonst fand ich, dass wir einfach super spielen. Mit viel Mut, wir haben viel Druck auf den gemacht und erste Halbzeit haben wir fast perfekt gespielt. Und dann wird das Spiel ein bisschen mehr öffnet in der zweiten Halbzeit, wo sie mehr Leute nach vorne haben und dann wird es schwierig. Ein Wahnsinns-Comeback von dir im letzten Spiel, zurückgekommen nach wochenlanger Verletzungspause, da drei Buden gemacht, heute das Eröffnungstor nach 11 Minuten, es läuft bei dir. Wie fit bist du schon wieder? Ja, natürlich fehlt ein bisschen Ausdauer und habe schon gemerkt, heute zweite Halbzeit war alles ein bisschen schwieriger, aber natürlich bin ich zufrieden, dass ich die Mannschaft helfen kann, direkt, das ist nicht selbstverständlich. Und ja, ich muss einfach sorgen, dass ich jetzt fit bleibe und weiter so machen. Aber wollte natürlich, dass ich hier über einen Sieg rede, aber ja, leider hat es nicht geklappt. Drei Tore vor 80.000 Zuschauern auswärts, zeigt das, zu was ihr imstande seid? Ja, das zeigt vor allen Dingen, wie mutig wir sind. Als kleiner Verein, wie selbstbewusst und mutig wir auftreten. Ich denke, hier schießen nicht viele, viele Mannschaften drei Tore. Und wie gesagt, wir sind gerade zweimal in Führung gegangen und ja, das zeigt einfach, dass wir enorm viel Selbstvertrauen haben und einfach Spaß dran haben und auch überraschen wollen dieses Jahr. Und dass das auch sehr gut gelungen ist bis jetzt. Für dich persönlich lief es heute auch sehr gut. Zweites Tor in dieser Saison und was für eins. Es war ein richtiger Strahl. Erzähl doch mal, wie kam es dazu? Ja, wir sind halt immer wieder gut über die Außenbahn durchgekommen. Immer wieder die Abläufe, die wir auch jetzt über die Wochen trainiert haben. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube Alfred oder André. Ich war mir jetzt nicht sicher. Irgendwer trifft den Ball nicht richtig. Ich habe einfach nur spekuliert auf den zweiten Pfosten und gut, dass er da hingefallen ist, gut, dass ich mitgelaufen bin und freue mich natürlich sehr heute. Wenn man nicht punktet und so ein Krimi hier hat, dann ist es schwierig, entspannt in die Pause zu gehen. Wir werden weiter hart arbeiten, wir wissen, woran es gehapert hat und deswegen werden wir alles dafür tun, um das zu analysieren und dann wieder stark zurückzukommen.